Danke, Herr Präsident, geschätzte Minister, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mir gedacht, es geht heute um die Kinder. Also ich darf für die Zuseher in Erinnerung rufen, es gibt einen dringlichen Antrag, den wir heute diskutieren, folgenden Inhalts. Betreffend Schulen von der Bürokratie befreien, Lehrkräfte für die Arbeit mit den Kindern freispielen. Das wäre ja das Thema an sich, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Was haben wir jetzt da die letzten 45 Minuten erlebt? Ein Trauerspiel in Wahrheit. Wien gegen den Bund, der Bund gegen Wien, die Bundesländer gegen Wien. Es ist ja ein Desaster. Gegenseitige Schuldzuweisungen bringen uns ja nicht weiter. An sich war das ja eine perfekte Selbstanklage, wenn man sieht, was die Wiener an der Schulpolitik im restlichen Österreich kritisieren und umgekehrt, was an Wien kritisiert. Also perfekte Selbstanklagen, die beweisen, dass es mit unserer Bildungspolitik, Herr Minister, wirklich nicht gut bestellt ist. Das muss man einmal eindeutig zu Beginn einmal feststellen. Es geht also um die Kinder, für die müssen wir ins Handeln kommen, weil die Kinder unser Kapital sind, unser Kapital für die Zukunft, die irgendwann einmal unser aller Pensionen zahlen müssen. Und deswegen brauchen unsere Kinder die beste Ausbildung. So, und was erleben wir jetzt? Lesen, Schreiben, Rechnen, wie von unserem Bildungssprecher Hermann Brückel festgestellt, diese Grundfertigkeiten, die wir als Freiheitliche Partei immer wieder einfordern, kommen immer schlechter zum Zug. Das sind doch die Grundfertigkeiten. Da brauchen wir doch nicht über die künstliche Intelligenz reden. Wir brauchen diese Grundfertigkeiten, die wir unseren Kindern mitgeben. Das, glaube ich, dürfte unstrittig sein. Was brauchen wir, um in Richtung Wien zu schauen? Wir brauchen Deutschkenntnis vor Schuleintritt. Wie soll ich denn den Unterricht folgen können, wenn ich Deutsch nicht kenne? Das sind doch Normalitäten. Und diese Normalitäten werden doch heutzutage immer wieder bestritten. Ja, und es braucht natürlich die Befreiung der Lehrkräfte von der Bürokratie. Das kann man unterschreiben. Aber was wir, Herr Minister, was wir nicht brauchen, ist Ideologie in die Schulen und vor allem grüne Ideologie. Das braucht man nicht. Das nimmt jetzt derzeit absolut überhaupt. Herr Minister, ich frage Sie, wir haben also die Medienberichte der letzten Wochen angeschaut. Herr Minister, über was wird denn, wenn über Schule und über die Schulpolitik berichtet wird, über was wird denn geschrieben, Herr Minister? Es wird nicht über unsere hohen Bildungsstandards beschrieben. Nein, Herr Minister, über was wird denn geschrieben? Über die Auftritte von Dreckquiz. Das wird österreichweit diskutiert, über queere Veranstaltungen. Es scheint also wirklich so zu sein, als ob das wichtigste bildungspolitische Thema sei, dass man Dreckquiz in unsere Schulen, in unsere Klassen hineinbringt, damit die Kinder wissen, welche Lebensformen es gibt. Die sogenannte Normalität. Und da schaue ich jetzt in Richtung der ÖVP. Ihr macht sie da immer hundertprozentig mit. Ihr verrät ja die Wähler vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Ist es wirklich eure Schulphilosophie, dass es jetzt notwendig ist, queere Veranstaltungen, Diskussionen, Dreckwies unseren Kindern vorzuführen und beizubringen? Das kann es doch überhaupt nicht sein. Da seid ihr verantwortlich. Ihr führt, macht's das. Und um in Erfahrung zu bringen, ob die Vermittlung von queeren Inhalten und das Abhalten von Dreckwien-Auftritten in Schulen zukünftig Teil des Schulunterrichtes sein soll, hat unser Bundesratskollege Leinfeld eine parlamentarische Anfrage gemacht, Herr Minister, und ich zitiere jetzt für uns alle aus dieser parlamentarischen Anfrage, damit die Zuseher draußen wissen, wohin sich diese ÖVP entwickelt, die immer mehr unsere traditionellen Werte, unsere Kultur verrät, vom Aufstehen bis zum Schlafen geht. Erste Frage aus dieser parlamentarischen Anfrage. Welche Position vertreten Sie, Herr Minister, beziehungsweise Ihr Ressort in Bezug auf die Vermittlung von queeren beziehungsweise LGBT-Inhalten im österreichischen Schulwesen? Herr Minister, ich lese Ihnen das vor, ich zitiere Sie. Wie im Grundsatzerlass Sexualpädagogik, Rundschreiben, bla bla, festgehalten ist, die schulische Sexualpädagogik an der Lebensrealität von jungen Menschen orientiert und basiert auf wissenschaftlich gestützten Informationen. Und im nächsten Satz definieren Sie uns, was Sie meinen. Was ist für Sie Wissenschaft? Was ist für euch ÖVP Wissenschaft?
Schülerinnen sollen vielfältige Lebensentwürfe und Biografien als gesellschaftliche Normalität wahrnehmen. Das ist ihr Gesellschaftsziel, gesellschaftliche Normalität mit Unterstützung, mit Applaus seitens der grünen Fraktion. Ihr wisst also, wo ihr seid. Ihr macht grüne Ideologie, grüne Politik in Schulen. Und das ist wirklich erschreckend, was da abläuft. Und ich darf auf die Frage hin, wer das Ganze überhaupt kontrolliert, wer entscheidet denn das, wie diese Sexualbildungsinhalte überhaupt ausschauen sollen. Da wurde eine sogenannte unabhängige Geschäftsstelle eingerichtet mit Verordnung Bundesgesetzblatt Nummer 44/2023. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich zitiere auch aus dieser Verordnung, was ist Aufgabe dieser Geschäftsstelle? Erstens, die Schulbehörden und Schulen hat die Beurteilung der fachlichen und didaktischen Qualität schulexterner Angebote zu unterstützen, zu beurteilen. So, und jetzt schauen wir uns einmal an, wie dieser Beurteilungsmaßstab ausschaut, Paragraph 6. Sie sagen bitte, da drinnen, beschlossen, schulexterne Angebote einschließlich Unterrichtsmittel und Dienstleistungen zur Unterstützung des schulischen Unterrichts im Themenfeld Sexualpädagogik haben fachlich und didaktisch internationalen wissenschaftlichen Standards auf dem Gebiet zu entsprechen. Jetzt wissen wir es ganz genau. Das heißt, unsere eigene Kulturtradition tun wir mal über Bord schmeißen. Wir nehmen internationale Erkenntnisse, das heißt, was uns die Europäische Union oder keine Ahnung, wer auch immer vorgibt, das ist Inhalt unserer sexualpädagogischen Ausbildung. Liebe ÖVP, ihr verratet eure Wähler von früh bis spät, das ist das Erschreckende, aber sie wissen, dass sie bei uns bei der Freiheitlichen Partei zukünftig gut aufgehoben sind.